Willkommen zu einem weiteren Curlview. Heute mit einer Paarkühe von Felix Adier und Isabel Bilkau, die diese Kühe bei der diesjährigen deutschen WM-Quali gefahren sind. Los geht's! Es freut mich besonders, euch diesmal eine noch fortgeschrittenere Kühe zu reviewen. Und wenn auch ihr Feedback zu eurer Kühe wollt, dann schreibt mir gerne sowohl auf Instagram oder hier in den Kommentaren. Und ich freue mich, auch eure Kühe hier vorstellen zu können. Jetzt geht's aber erstmal los mit der Kühe von Felix und Isabel. Schöner Anfang eurer Kür hier. Mir gefällt besonders, wie ihr geschafft habt, diesen Side-Stand-Up-Aufstieg so gut in eine Parkeformation reinzubringen. Das finde ich nämlich sonst immer ein bisschen schwierig, wenn einer diesen Trick macht und wie man den dann eben kombinieren kann. Aber gerade hier mit dem Drumherumfahren, der eine steigt nacheinander auf, hier, das wirkt irgendwie alles ganz stimmig und einfach eine schöne Kombination. Ihr präsentiert auch gleich ein bisschen, lächelt nach oben, macht die ein oder andere Armbewegung. Das gefällt mir gut. Weiter so. Besonders schön, dass ihr hier bei der Trackseat-Kombi eure Armbewegungen so gezielt einsetzt und sowohl im Vorwärtsfahren als auch im Trackseat rückwärts die Armbewegungen beide hinbekommt und beide macht. Schön auf die Musik stellen und das ist eben genau das, worum es geht. Auch bei etwas schwierigeren Tricks gute Armbewegungen zu machen und zu zeigen, dass man den sicher fahren kann und dabei präsentieren kann. Ihr wackelt allerdings leider ein bisschen rum, also achtet vielleicht noch ein bisschen darauf, euren Körper noch mehr anzuspannen, euch so festzuhalten, dass das Ganze noch ein bisschen sicherer wirkt und dass ihr diese kleinen Wackler noch ein bisschen mehr überspielen könnt. Dann steigt ihr ab und schwerft euer Rad so nach vorne hoch. Das sieht schön aus von der Präsentation. Ich bin aber nicht so der Riesenfreund davon, Tricks abzusteigen, die man eigentlich auch fahren kann. Also ich glaube, ihr hättet locker auch einen anderen Übergang finden können, wie ihr den Sattel hochbekommt. Und ich bin mir da immer nicht so ganz sicher, ob es dann nicht so wirkt, als ob ihr den Trick nicht könntet und nicht anders aus dem Trackseat rauskommt. Vermutlich habt ihr es vielleicht wegen den Zeitgründen gemacht oder dachtet einfach, es passt gut auf die Musik. Tut es auch, aber achtet eben darauf, dass es dann nicht so wirkt wie, ich kann den Trick vielleicht nicht anders, deswegen steige ich dann ab. Aber ihr habt insgesamt gut gelöst, dass ihr beide euer Rad dann nach oben schleudert. Das passt auf die Musik und wirkt auch gut. Jetzt kommt wohl eine Hopping-Kombi. Schauen wir uns die mal an. Die Hopping-Kombi war wirklich schön synchron, das habt ihr gut hinbekommen. Danach dreht sich Isabel ins Rückwärts und steigt runter ins Kreuzfahren. Fand ich auch cool, ist mal ein anderer Übergang, ein bisschen schwieriger. Sie dreht sich dann nach hinten aus im Kreuzfahren rückwärts. Ich hatte dann den Eindruck, jetzt kommt noch irgendwas. Und das fand ich ein bisschen merkwürdig, weil ihr habt es so aufgebaut wie, oh, jetzt fährt sie rückwärts, dann dreht sie sich aus. Und dann hatte ich erwartet, dass jetzt irgendwie Felix noch was einen anderen Trick mitmacht oder ihr daraus noch eine Variation aufbaut, aber dann war der Trick auch schon wieder zu Ende und dann habe ich nicht so ganz verstanden vom Fluss her, warum sie dann in dem Moment rückwärts fährt und
eben sich aufdreht, während Felix nur normal fährt. Versucht eure Tricks so aufzubauen, dass sie sich in sich geschlossen anfühlen und man nicht denkt, ah, da hat jetzt irgendwas gefehlt oder vielleicht wollten sie noch woanders hin, sondern dass ihr einen Trick baut, der am besten für beide Partner ein schwerer Trick ist oder zumindest der eine macht den schwereren Trick und der andere macht auch irgendeine Art von Trick. Daran könnt ihr, glaube ich, noch ein bisschen arbeiten. Aus dem Crossover ins Kreuzfahren, Seat and Back und danach ins Stand-Up. Das ist echt eine Kombi, die habe ich tatsächlich so noch nicht gesehen. Sehr cool, habt ihr euch was Schönes überlegt, wirkt da auch gut, aber ihr fahrt dabei natürlich recht langsam. Und Felix hält Isabel die ganze Zeit recht fest. Natürlich, das ist total die schwere Kombi. Aber auch da hat man wieder das Gefühl, der eine Partner hält den anderen fest, während er einen schweren Trick macht, fährt dabei selbst keinen Trick und es wirkt so ein bisschen stockend und langsam. Und das ist, wie gesagt, das, woran ihr noch am meisten, glaube ich, in eurer Kür arbeiten könnt. Auch merkt man jetzt hier ein bisschen, bis zu diesem Zeitpunkt, immer wenn ihr zusammenfahrt, hatte Isabel den schwereren Trick. Und ich weiß, dass ihr beide ein sehr gutes Level habt. Also es gibt keinen Grund dafür, dass jetzt Isabel mehr schwere Tricks haben sollte. Ihr habt einzelne Tricks gemacht, wo ihr dann immer beide den Trick macht, wie bei Trackseat rückwärts, vorne und hinten oder bei der Hopping-Kombi. Aber immer, wenn ihr gerade der eine den anderen zieht oder der eine den anderen hält, dann ist es momentan immer Isabel, die den schwereren Trick macht. Und auch das ist ein bisschen unpraktisch aufgebaut. Jetzt gleich wird wahrscheinlich Felix nochmal einige Tricks machen, aber versucht das ein bisschen mehr zu durchmischen, dass es immer mehr im Wechsel kommt und man nicht am Anfang das Gefühl hat, dass der eine Partner mehr macht als der andere. Auch hier wieder der Punkt, ihr habt zwei schöne Tricks, sowohl das Stand-Up Arabesque gefahren, als auch Handwalk bzw. Handriding. Schwere Tricks, gut gefahren, aber es macht immer nur der eine Partner. Ihr könntet zum Beispiel, wenn der eine den anderen im Stand-Gliding Arabesque schiebt, zumindest noch ins Gliding hochgehen oder besser ins Stand-Up oder dabei irgendeinen anderen Trick fahren. Denkt euch was aus und versucht mehr Variationen reinzubringen. Und beim Handriding, das ist jetzt nun wirklich ein extrem schwerer Trick, ich weiß, vielleicht ist da dann ein V-Walk für den hinteren Partner möglich. Wenn noch nicht, dann versucht ihn zumindest noch ein bisschen ordentlicher und gerader zu fahren. Ich weiß, wie schwer es ist, da die Beine richtig hoch zu strecken und den wirklich schön und ordentlich zu fahren. Aber auch an dich, Isabel, versuch dich noch ein bisschen gerade zu machen und ein bisschen Spannung zu demonstrieren, sodass das Ganze auch sicherer wirkt, dass der hintere Partner eben auch die Körperspannung und Präsentation und Präsenz hat, wenn er auch gerade den vorderen Partner halten muss. An der Stelle hat jetzt Felix ebenfalls Kreuzfahren gemacht, diesmal als Übergang zu Side-Ride. Und natürlich hätte man es vielleicht kombinieren können an der Stelle, wo Isabel vorher ebenfalls Kreuzfahren gemacht hat, dass man das eben verbindet. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht noch nicht so ganz funktioniert hat, dass Felix in Side-Ride geht oder Isabel rückwärts fährt, wenn der andere Partner jeweils auch Kreuzfahren fährt. Aber versucht daran genau jetzt noch zu arbeiten, da hinzukommen und wenn nicht, dann wenigstens den Trick so zu kombinieren, dass der eine Partner dann rausgeht und der andere rein und ihr so einen Übergang habt, dass beide zumindest mal kurz im normalen Kreuzfahren wären. Das wäre ja zumindest eine Möglichkeit gewesen. Also versucht da noch dran zu arbeiten, die Tricks mehr zusammenzubringen. Es sind echt schöne, schwere Tricks, gut präsentiert auch. Also ihr könntet sicherlich noch ein bisschen mehr machen.
ihr habt schöne Armbewegungen, ihr lächelt schön nach vorne, man könnte sowohl im Gesicht noch mehr machen, als noch mehr Präsenz zeigen und noch weniger auf den Trick, auf den Boden gucken, noch mehr nach vorne schauen, noch mehr präsentieren, vielleicht auch noch mehr Armbewegungen. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Basis, es ist schön anzuschauen, aber es fällt eben auf, dass immer nur ein Partner den Trick macht. Und das ist ein bisschen schade, weil ihr es, glaube ich, besser könntet. Eine Sache noch, Felix steigt hier ab, um danach ins Kreuzfahren zu gehen. Da ist nicht wirklich eine Musikstelle oder ein Musikwechsel, auf den er jetzt wirklich absteigt. Es ist einfach so Mittel zum Zweck, möglichst schnell in den Trick reinkommen. Ich kann mir vorstellen, dass ihr das gemacht habt, weil ihr bei der WM-Quali in der Altersklasse auf 3 Minuten limitiert seid und vielleicht auch sonst eher gewohnt seid, 4 Minuten zu fahren oder allgemein 3 Minuten halt recht wenig sind und ihr einfach möglichst schnell noch diesen Trick in die Musik reinpacken wolltet. Ich finde, es wirkt an der Stelle aber etwas fehl am Platz. Allgemein, ich finde, Absteigen in der Kür sollte motiviert sein. Zumindest durch einen Musikwechsel oder dass man wirklich einen Trick macht, den man sonst nicht machen könnte oder den man wirklich als Aufstieg machen möchte. Und ich finde zum Beispiel, wenn man danach in einen Sideride aufsteigt, dann ist es ja irgendwie wieder ein neuer, besonderer Aufstieg. Aber ins Kreuzhopping hättest du jetzt wirklich auch in anderen Varianten gehen können. Dazu muss ich nicht wirklich absteigen, vor allen Dingen, weil du einfach wieder vom Boden aufsteigst und nicht mal einen Sprungaufstieg ins Kreuzhopping machst oder ähnliches. Es ist einfach, glaube ich, eine Zeitersparnis und dabei auch nicht ordentlich abgestiegen, sondern so möglichst schnell runter und möglichst schnell wieder drauf. Ich würde solche Stellen eher vermeiden. Ich glaube, ihr könntet da anders in einer schöneren Variation reinkommen und das Ganze trotzdem flüssiger auch gestalten. Ihr habt so die ein oder anderen Stellen bei schweren Tricks, die eure Kür immer wieder so ein bisschen unterbrechen, langsam machen und den Fluss rausnehmen. Und das ist sowohl, wenn ihr euch gegenseitig haltet und dann länger steht, damit einer in einer gewissen Weise runtersteigen kann, als auch eben, wenn ihr so absteigt wie an dieser Stelle. Also überlegt nochmal, ob ihr solche Stellen entweder ein bisschen mehr akzentuieren und dann wirklich als besonderen Aufstieg präsentieren könnt, oder aber weglassen könnt, indem ihr einen besseren Übergang findet. Zum Abschluss nochmal ein schönes Arabesque rückwärts geschoben. Ihr streckt euer Bein auch wirklich immer schön bei den Tricks, gefällt mir gut. Und ihr freut euch zu Recht, mega gut gefahren, kein Abstieg bei der WM-Quali und ihr seid auch verdient bei der Unicorn dabei. Woran ihr, wie gesagt, noch arbeiten könnt, ist, mehr Tricks zusammenzufahren. Weil, wenn es mir richtig aufgefallen ist, dann fahrt ihr die Tricks entweder getrennt voneinander, aber sobald ihr euch an der Hand haltet, fährt eigentlich immer nur einer von beiden den Trick. Und das ist schon recht auffällig. Und ich weiß, ihr könntet es besser, weil ihr seid recht sicher in euren Tricks. Und wenn ich sonst Tricks von euch sehe, dann weiß ich, dass ihr das noch besser schafft. Also versucht, die Sachen mehr zu kombinieren, mehr Variationen zu finden, die zusammen funktionieren. Und notfalls vielleicht sogar mal die ein oder andere Stelle ein bisschen zu entschärfen, aber dabei beide den Trick zu machen. Weil ihr bekommt halt echt Punkte dafür, dass beide einen schweren Trick machen. Und ihr verschwendet die Hälfte der Zeit, indem nur eine Person den Trick macht und die andere in dem Moment keinen Trick gewertet bekommt. Aber ansonsten gefällt mir die Kür insgesamt gut. Die Präsentation ist schön, wie gesagt, mehr geht immer noch ein bisschen. Aber an sich ist mir hauptsächlich hier in dieser Kür aufgefallen, dass ihr das noch mehr zusammenbringen solltet und noch ein bisschen flüssiger machen solltet, indem ihr eben auch vermeidet, dass ihr bei Stellen zu lange steht, wenn ihr schwere Übergänge machen möchtet, in denen ihr dann zum Beispiel runtersteigt oder ähnliches. Es ist cool, dass ihr das macht, aber versucht es noch ein bisschen flüssiger zu kriegen. Das macht ein schöneres Gesamtbild und damit könnt ihr euch dann noch mal ein bisschen steigern. Das war's mit einem weiteren Kür-Review von mir. Wie gesagt, schickt mir auch eure Küren zu, wenn ihr Feedback dazu haben möchtet. Und wenn euch das Ganze hier gefallen hat und euch mein Channel weiterhilft, dann würde ich mich unglaublich freuen, wenn ihr diesen Kanal hier abonniert und ein Like da lasst. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal bei Unicycle School.